Glück auf, meine Kumpel und Malocha. In diesem Video geht es um Jamie Leveling und einen möglichen Wechsel zu Schalke 04. Ja, Jamie Leveling ist zurzeit so das begehrteste Talent in der zweiten Liga. Er ist 19 Jahre alt, ist aktueller U19-Nationalspieler von Deutschland, hat diese Saison den Sprung vom A-Jugendlichen in die zweite Bundesliga mit Bravour bestanden, ist dort sozusagen jetzt Stammspieler, hat 14 Spiele gespielt, davon 3 Tore und einer Vorlage und ist im zentralen Mittelfeld zu Hause. Hat Leveling Potenzial auf Schalke zu spielen? Das ist eine gute Frage. Ich denke, das Problem auf seiner Position ist, dass dort mit Suat Serdar und Weston McKennie zwei Spieler der Extraklasse stehen. Diese Spieler sind selber jung und es wird für ihn schwer sein, diese zu verdrängen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er an die beiden vorbeikommt, aber als erste Alternative dahinter kann ich mir ihn schon sehr gut vorstellen. Man hat dahinter nur Schöpf, Bujelab oder Mercan und diese drei Spieler haben jetzt nicht großartig auf sich aufmerksam gemacht und da könnte ich mir den Leveling schon durchaus vorstellen, dass man ihn da heranführt und eventuell bei einem Verkauf von McKennie oder Serdar ihn irgendwann dort als Stammspieler einplant. Dass das sozusagen ein Kauf für die Zukunft ist, wo man vielleicht denkt, dass der Serdar in 2-3 Jahren nicht mehr zu halten ist und dann der Leveling diese Rolle ausfüllen wird. Wie realistisch finde ich das? Ich denke schon, dass das realistisch sein kann. Man hat ja jetzt mit Stöger auch einen Spieler gehabt, der auf einer ähnlichen Position gespielt hat, beziehungsweise spielt. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass man da vielleicht jetzt gerade, wenn es auch im Hinblick zum Europapokal kommen wird nächste Saison, dass man da sich breiter aufstellen will. Und von Schöpf, der Vertrag läuft dann im nächsten Sommer aus. Vielleicht plant man da schon, dass diese Spieler den Platz eines Schöpfs einnehmen können. Andererseits auch ein Caligiuri hat aktuell einen auslaufenden Vertrag. Vielleicht ist das auch, um Caligiuris Platz da aufzufangen. Was kann man ansonsten noch zu dem Transfer sagen? Ja, nun gut, Leveling ist halt ein Spieler, der für die zentrale Position verpflichtet wird. Und Stand jetzt haben wir da eigentlich sehr gute Spieler und sind da sehr gut aufgestellt. Meine Schwachstellen, die ich im Kader beheben würde, wären jetzt definitiv auf den Außenverteidigerpositionen und im Sturm. Also da würde ich mir wirklich einen Spieler eher wünschen. Aber wenn das auch noch angegangen wird, kann man so ein Leveling als gutes Talent definitiv gebrauchen. Und ich finde, der Spieler hat sehr viel gezeigt in seinen ersten 14 Spielen, hat eine sehr gute Schusstechnik und ist auf jeden Fall ein Spieler, den man weiterentwickeln kann. Ja, und jetzt bist du gefragt, schreib mir mal deine Meinung zu Leveling in die Kommentare. Glaubst du, dass er Schalke 04 weiterhelfen könnte? Ansonsten, wenn du neu hier bist, gerne den Kanal abonnieren, einen Daumen nach oben hinterlassen oder das Video teilen. So unterstützt du den Kanal völlig kostenlos. Dann natürlich kannst du mir auf Social Media folgen. Die Kanäle sind in der Beschreibung. Wenn du eine Frage hast, kannst du deine Frage im aktuellen Q&A-Video stelle deine Frage jetzt stellen und du wirst im nächsten Q&A-Video drankommen. Und ansonsten wünsche ich dir eine schöne Zeit. Bis dahin, ciao.